Ein herzliches Willkommen zu unserer Cannstatt Study Hour. Wir sind im letzten, unserer letzten Lektion des vierten Quartals 2020. Es heißt Himmel, Erziehung und ewiges Lernen. Unser Merkvers finden wir in 1. Korinther 2, Vers 9. Es heißt, was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Nun, wenn wir darüber sprechen heute, über Himmel, Erziehung und ewiges Lernen, dann klingt das schon ein bisschen kurios, was da zusammenkommt. Und es ist ja überschrieben, unsere Lektion, die war überschrieben am Sonntag, das Sonntagsthema, das Schicksal der Toten. Nun, was wissen wir eigentlich über die Toten? Wo sind die? Was machen die? Nun, das soll heute nicht unsere Frage sein, aber es ist, glaube ich, eine Frage, mit der sich sozusagen jeder Mensch beschäftigen sollte. Also was passiert, wenn jemand stirbt? Und was passiert, wenn jemand stirbt? Nun, wie geht es dann weiter? Nun, die Toten schlafen, aber irgendwann werden sie mal auferstehen. Und da wollen wir ansetzen. Irgendwann, wenn Christus wiederkommt und sein Volk ruft, werden die Toten auferstehen. Das ist die große Hoffnung, die wir haben. Und wir können das mal nachlesen in Johannes 6, Vers 40. Da steht es geschrieben, denn Gott möchte das gerne, dass es so ist. Gott möchte dich und mich und alle, die zu seinem Volk gehören, aus dem Grab rufen, um uns ewiges Leben zu geben. Johannes 6, Vers 40. Das ist aber der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Also Christus möchte, dass jeder ewiges Leben hat und der Vater möchte, dass jeder ewiges Leben hat. Und der Vater macht es an dem Sohn fest. Also wer Christus sieht und an ihn glaubt, der soll ewig leben. Und dieser Glaube an Christus, der ist so ein bisschen das Element, das dafür sorgen wird, dass wir später aus dem Grab herausgerufen werden. Dieser Glaube in 1. Johannes 5, Vers 13, da spricht Johannes davon, 1. Johannes 5, Vers 13. Die heißt es, dies habe ich euch geschrieben, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt und damit ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Johannes sagt, ich habe euch das geschrieben, weil ich will, dass ihr ewiges Leben habt und damit ihr auch weiterhin oder fortan an den Namen Jesu Christi glaubt. Es scheint etwas unglaublich Wichtiges zu sein, an Christus zu glauben, denn es ist direkt verbunden mit dem ewigen Leben. Ja, der Mensch wird einmal sterben. Aber es gibt etwas, das über den Tod hinausgeht. Das ist dieser Glaube an Jesus Christus. So wie Christus daran geglaubt hat, dass sein Vater sein Opfer annehmen wird und er aus den Toten gerufen wird, so ist es bei uns auch so. Wir glauben, dass das Opfer Jesu Christi für uns ausreicht. Und wenn wir einmal sterben, dann gehen wir davon aus, Christus wird uns rufen und wird uns aus dem Tode befreien. Nun, was ist dieser Glaube? Nun, in Johannes 6, Vers 54, Johannes 6, Vers 54, da sagt Jesus Christus, Johannes 6, Vers 54, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat ewiges Leben. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat ewiges Leben. Auf der anderen Seite heißt es, wer an Christus glaubt, hat ewiges Leben. Nun, was genau gibt uns dieses ewige Leben? Es ist der Glaube an Christus selbst, die Zugehörigkeit zu seiner Gemeinde. Denn Christus selbst ist das Haupt und seine Gemeinde ist der Leib. Nun, wenn ich also jetzt zum Leib Christi gehöre, also zu Jesus Christus dazugehöre, wenn ich Teil seines Leibes bin, wenn in seinem Blut meine Schuld gewaschen wurde, dann kann ich sagen, ja, ich bin ein Sünder und ich verdiene den Tod, aber der Leib Jesu ist schon gestorben. Er wurde für mich ins Grab gelegt, er ist für mich umgebracht worden. Die Strafe liegt auf ihm, damit wir Frieden haben. Das ist ja der große Teil, der Hälfte des ganzen Evangeliums. Die Strafe wurde auf Christus gelegt, damit wir Frieden haben. Er hat uns gerettet. Wenn ich also heute Teil des Leibes Jesu bin und zu seiner Gemeinde gehöre,
dann bin ich mit Christus verbunden. Ich habe diesen Glauben an Jesus, denn nur dieser Glaube an Jesus lässt es zu, dass ich Teil seiner Gemeinde werde, also sein Leib esse und sein Blut trinke, in sein Blut reingewaschen werde. Und dieser Glaube wird mich dann später auch retten. Nun, der berühmteste Vers vielleicht in der Bibel ist Johannes 3, Vers 16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Nun, Gott hat die Welt geliebt, mehr als sein eigenes Leben. Er hat seinen Sohn gegeben, damit wir leben können. Und das ist ja unsere große Hoffnung. Wir sind gerettet, weil Jesus Christus für uns starb. Titus 3, Vers 7 sagt, damit wir durch seine Gnade gerechtfertigt der Hoffnung gemäß Erben des ewigen Lebens würden. Also wir sind aus Gnade wurden wir gerechtfertigt. Unsere Rechtfertigung geschah durch das Blut Jesu Christi. Wir alle sind Sünder, ausnahmslos. Aber weil Christus sein Blut vergossen hat, dürfen wir eine Hoffnung haben, die über den Tod hinausläuft. Wenn wir wirklich mit ihm verbunden sind, wenn wir wirklich an ihn glauben. Und so sagt Judas, und wir gucken es mal an, Judas 1, Vers 21. Bewahrt euch selbst in der Liebe Gottes und hofft auf die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus zum ewigen Leben. In zwei Dinge. Das eine ist, bewahrt euch selbst in der Liebe, also geht euren Weg weiter, haltet fest an dieser Liebe. Und das andere, bewahrt euch selbst in der Liebe, hofft auf die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus zum ewigen Leben. Also achte darauf, dass du deinen Weg weiterläufst in der Liebe zu Christus und dann hoffe darauf, dass Christus dir barmherzig sein wird, wie er es versprochen hat. Also wir haben die große Hoffnung, dass Christus sein Versprechen halten wird, dass er uns aus dem Tode rufen wird. Was wir tun sollen, sagt Judas, halte fest an dieser Liebe zu Christus. Lass nicht los. Nun, eine Sache, die möchte ich mit euch lesen noch hier in Apostelgeschichte 17 zu diesem Thema. Was ist eigentlich diese große Hoffnung, die wir haben? Apostelgeschichte 17, Vers 26 bis 28. Apostelgeschichte 17, 26 bis 28. Da steht Paulus hier vor den Griechen. Und er sagt, und er hat aus einem Blut jedes Volk der Menschheit gemacht, dass sie auf dem ganzen Erdboden wohnen sollen, und hat im Voraus verordnete Zeiten und die Grenzen ihres Wohnens bestimmt, damit sie den Herrn suchen sollten, ob sie ihn wohl umhertastend wahrnehmen und finden möchten. Und doch ist er ja jedem Einzelnen von uns nicht ferne. Denn in ihm leben, weben und sind wir, wie auch einige von euren Dichtern gesagt haben. Denn auch wir sind von seinem Geschlecht. Paulus sagt, Gott ist niemandem von uns fern. Nicht den Heiden, nicht den Juden, nicht den Griechen. Gott ist uns nah, er ist bei uns. Und egal, was wir tun, ob wir irgendeiner Religion angehören, ob wir vielleicht Atheisten sind, ob wir alt sind, ob wir jung sind, ob wir Männer oder Frauen sind oder welche Nationalität wir haben oder was auch immer, er ist niemandem von uns fern. Gott wirkt also auf der ganzen Welt. Er hat aus einem Blut alle Völker der Erde gemacht. Und so war Paulus hier bei den Griechen und sagt, auch euch ist Gott nicht fern. Er klopft an eure Herzenstür, ob ihr wohl öffnen wollt. Nun, das ist das, was Gott mit jedem Menschen macht, seit allen Zeiten auf der ganzen Welt. Genauso hat er an das Herz von Kain geklopft. So hat er an das Herz von Lamech geklopft. Auch von Noah hat er angeklopft. Ebenso bei David, bei Petrus und bei all den Menschen, bei Nikodemus, bei Gamaliel, überall klopfte Gott ans Herz. Egal ob Heide oder Jude, überall hat Gott versucht, die Menschen zu erreichen, denn er hat was vor. Er möchte, dass dieser Mensch gerettet wird, am letzten Tag aufersteht. Und das ist diese Hoffnung, die Christus auch seinen Jüngern gegeben hat. Auch die Hoffnung, die er seinen Freunden weitergegeben hat. Habt keine Angst. Egal wer ihr seid, egal wo ihr herkommt, wenn ihr den Bund annehmt, den ich euch ausbreite und euer Leben mit meinem verbindet, werde ich euch retten und ihr werdet über den Tod hinauskommen. So hatte er damals schon mit seinen Freunden auch über diese Themen gesprochen. Und in Johannes 11 lesen wir das Zeugnis von der Schwester von Lazarus. Wir gehen mal in Johannes 11, Verse 23 bis 26. Hier war es Martha, die zu Christus kam. Lazarus war nun gestorben.
Und in Vers 23, da sagt Christus, Jesus spricht zu ihr, dein Bruder wird auferstehen. Martha spricht zu ihm, ich weiß, dass er auferstehen wird, in der Auferstehung am letzten Tag. Jesus spricht zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Glaubst du das? Martha war sich vollkommen sicher, ja, Lazarus schläft jetzt und er wird am letzten Tag auferstehen. Christus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Also wer zu ihm gehört, der hat den Tod schon überwunden. Und das interessanterweise auch irgendwie in mehrerer Hinsicht. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Also wenn ich lebe und an Christus glaube, dann bin ich vom Tod ausgenommen. Das heißt nicht, dass ich irgendwo mal sterben kann zwischendurch, sei denn, ich bin die letzte Generation, dann werde ich leben, an ihn glauben und ich werde gar nicht mehr sterben, aber das ewige Leben ist mir verheißen. Also ich bin bewahrt vor dem zweiten Tod, der auf ewig vor Gott trennt. Nun, jetzt, also die Bibel bezeugt an vielen Stellen, wir haben gerade einige gelesen, von diesem ewigen Leben. Also es heißt, dass die Menschen, die ihr Leben mit Christus verbinden, die zu Gott gehören, die Gottes Volk sind, den Tod überwinden werden. Jetzt, wie geht es dann eigentlich weiter? Also was passiert, wenn die Menschen jetzt auferstehen, wie geht es dann weiter? Wir sind ja immer noch in unserer Lektion, es geht um Erziehung, es geht um Lernen. Was machen wir denn dann? Nach der Auferstehung, also am Ende der Tage, wenn dann alle Gläubigen auferstehen werden, und zwar alle Generationen, dann wird sich ihnen eine völlig neue Welt auftun. Die werden was völlig Neues sehen, denn es hat sich alles verändert. Die Sünde wird nicht mehr herrschen. Und wir lesen mal in Offenbarung 21, das steht ja da hinten, Offenbarung 21, 22, so viele schöne Dinge von der Zukunft, von der neuen Welt. Und wir lesen mal 6 Verse, nämlich die ersten 6 Verse aus Offenbarung 21. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen. Und das Meer gibt es nicht mehr. Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem von Gott aus dem Himmel herabsteigen, zubereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, siehe das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein. Weder Leid noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er sprach zu mir, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach zu mir, es ist geschehen. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Ich will dem Dürstenden geben aus dem Quell des Wassers des Lebens umsonst. Nun, hier sehen wir so einen Vorgeschmack auf das, was uns eines Tages erwarten wird. Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Es wird kein Leid, kein Schmerz, kein Tod, kein Geschrei mehr geben. Also die neue Welt ist anders. Denn die Sünde ist nicht mehr existent. Also alles wurde verändert. In dieser Welt zu leben, das können wir uns heute kaum vorstellen, denn um uns herum ist überall Sünde. Und immer wieder sind überall Fallstricke des Teufels. Die Sünde, die schmerzt uns im Herzen, wenn wir sie sehen, aber sie infiziert auch uns. Auch unsere Herzen werden von der Sünde beeinflusst. Aber eines Tages wird die Sünde keinen Einfluss mehr auf uns haben, denn sie ist nicht mehr existent. Und da heißt es, Gott, er macht alles neu. Der Planet wird neu gestaltet werden und wir werden in einer Welt sein, wie wir sie uns heute kaum vorstellen können. Nun, wer sein Leben mit Christus verbindet, der wird an dieser neuen Welt teilhaben. Wer sein Leben nicht mit Jesus verbindet, der wird diese neue Welt nicht sehen. Wir lesen dazu mal 2. Petrus 3, 2. Petrus Kapitel 3 und dort die Verse 10 bis 13. 2. Petrus 3, 10 bis 13. Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb in der Nacht. Dann werden die Himmel mit Krachen vergehen, die Elemente aber vor Hitze sich auflösen und die Erde und die Werke darauf verbrennen. Da nun dies alles aufgelöst wird, wie sehr solltet ihr euch auszeichnen durch heiligen Wandel und Gottesfurcht, indem ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet und ihm entgegeneilt,
an welchem die Himmel sich in Glut auflösen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen werden. Wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Nun hier beschreibt Petrus, worauf er wartet. Er sagt, jetzt kommt der Tag des Herrn, kommt wie ein Dieb in der Nacht. Unerwartet kommt er. Die Menschen müssen gewarnt werden, damit sie ihr Leben mit dem Herrn verbinden. Denn alles, was wir jetzt hier sehen, wird aufgelöst. Alles, was irgendwie zur Sünde gehört, wird auch mit der Sünde untergehen. Was sich aber von der Sünde lossagt, wird mit dem Herrn leben. Und hier ist der Aufruf an alle Nationen, alle Sprachen, alle Stämme, alle Völker. Gib dein Leben auf dieser Erde auf und lebe ein neues Leben mit Jesus Christus. Christus hat sein Leben für dich gegeben. Gib du ihm dein Leben, damit er es bewahrt, bis in Ewigkeit. Denn genau da müssen wir hin. Der Mensch ist nicht gemacht zu sterben, der Mensch ist gemacht, um ewig zu leben. Und Gott hat hat wunderbare Überraschung für uns. Wir hatten das ja in unserem Merkvers vorhin gelesen. Wir können noch mal reingucken in den Merkvers, was Gott da für uns vorbereitet hat. Das war 1. Korinther 2 und dort war das Vers 9. Was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört und keinem Menschen ins Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Wir haben noch keine Vorstellung von dem, was Gott da für uns bereitet hat. Wie wird das neue Leben sein? Was wird passieren, nachdem wir auferstehen? Nun, wir wissen, es kommt ein Millennium. Also 1000 Jahre wird Gericht im Himmel sein. Und da werden uns dann Dinge aufgetan werden, Dinge, die wir dann sehen, die wir dann erst verstehen. 1. Korinther Kapitel 13, Vers 12. Denn wir sehen jetzt mittels eines Spiegels wie im Rätsel. Dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise. Dann aber werde ich erkennen, gleich wie ich erkannt bin. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Die größte unter ihnen ist die Liebe, sagt er. Und er sagt hier in Zukunft, eines Tages werden wir erkennen, wir werden verstehen, was passiert ist. Heute erkennen wir das so stückweise. Wir haben so eine Idee davon, was so passiert ist, wie so ein Mosaik, aber das sind noch nicht viele Teile. Aber eines Tages im Himmelreich, wenn wir in diesen 1000 Jahren sein werden und die Welt uns gezeigt wird, wenn wir den ganzen Ablauf der Weltgeschichte sehen, dann werden wir staunen und dann wird sich uns vieles offenbaren, was wir heute noch nicht erahnen. Wir lesen 1. Korinther 4, Vers 5. Darum richtet nichts vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch das im Finstern Verborgene ans Licht bringen und die Absichten der Herzen offenbar machen wird. Und dann wird jedem das Lob von Gott zuteil werden. Also Paulus warnt hier und sagt, richtet nicht vor der Zeit, denn eines Tages, wir wissen ja nicht, was dahinter steht. Wenn wir ein Menschenherz zum Beispiel richten, wir wissen nicht, warum ist es so, ist dahinter vielleicht doch was Gutes. Den Tschecher am Kreuz hätten wir bestimmt verurteilt, denn wir hätten gesagt, er ist ein Verbrecher und er bekennt es selber. Aber Christus hat in sein Herz hineingeblickt und gesagt, ich sage dir noch heute, du wirst mit mir in meinem Reich sein. Nun, viele Dinge sind uns heute unklar, aber eines Tages werden wir sie verstehen. Ellen White sagt in dem Buch Erziehung auf Seite 278, dann wird sich den Erlösten der Verlauf des großen Kampfes enthüllen, der vor Beginn der Erdenzeit ausbrach und erst enden wird, wenn sie zum Abschluss kommt. Alles wird offenbar werden, der Ursprung der Sünde, ihre verhängnisvolle, täuschende Macht, der Sieg der Wahrheit über die falschen Lehren. Der Vorhang, der die sichtbare und unsichtbare Welt trennte, wird zurückgezogen und wunderbare Dinge werden offenbart. Denn wir werden also sogar im Jenseits noch lernen. Dort wird jetzt, sagt Ellen White, der Vorhang zurückgezogen, der die sichtbare von der unsichtbaren Welt trennt. Also wir sehen dann in der Rückschau das große Panorama, wie ist damals die Sünde überhaupt aufgekommen im Teufel? Warum hat er sie gepflegt? Warum hat er sie kultiviert, bis sie Frucht brachte? Warum hat er davon weitergegeben? Wir sehen diese ganzen Dinge und dann auch hier auf Erden. Selbst das Leben um uns herum. Heute sehen wir die sichtbare Welt, aber nicht die unsichtbare. Wir sehen nicht die Engel, die um uns stehen. Wir sehen nicht die Dämonen, die uns angreifen. Wir sehen sie nicht. Aber sie sind da. Eines Tages wird aber der Vorhang weggenommen, der die sichtbare von der unsichtbaren Welt trennt. Und dann erkennen wir das alles. Dann erkennen wir den großen Kampf, der dahinter steht. Und dann sehen wir, wie Mächte
um uns gefochten haben. Der Teufel, der uns ins Verderben ziehen wollte, und Gott, der uns sogar um den Preis seines eigenen Lebens retten will. Dann wird alles offenbar werden. Nun, in unserem Mittwochsthema, das war ja überschrieben mit die Schule im Jenseits, da werden wir herausfinden, dass wir sozusagen selbst in Ewigkeit im Himmelreich noch weiter lernen werden. Natürlich in den 1000 Jahren, in dem Gericht, da wird vieles offenbart und wir gucken hinter die Szenen. Aber was, wenn die 1000 Jahre vorbei sind? Nun, dann liegt eine ganze Ewigkeit vor uns. Und diese Ewigkeit, da werden wir viel, viel, viel Material zum Forschen haben. Denn Gott, der große Schöpfer, hat ja alles gemacht. Das ganze Universum. Und was sagt Ellen White denn? Wir lesen mal ein paar Texte von Ellen White. In Christus kommt bald auf Seite 211. Da sagt sie, die Erlösten werden von Welt zu Welt reisen und den größten Teil ihrer Zeit damit verbringen, die Geheimnisse der Erlösung zu erforschen. Wir werden von Welt zu Welt reisen. Das Universum ist ja unvorstellbar groß. Und dort werden wir die Planeten besuchen, wir werden forschen, wir werden nachdenken, wir werden die Geheimnisse der Erlösung erforschen. In der Erziehung auf Seite 305 schreibt sie, der Himmel ist eine Schule, dessen Lehrgegenstand das Universum und dessen Lehrer der Unendliche ist. Ein Ableger dieser Schule wurde in Eden begründet. Und wenn der Erlösungsplan vollendet ist, wird dort der Unterricht wieder aufgenommen werden. Also Gott hatte ja damals schon Adam und Eva unterrichtet, damals in Eden, in ihrem Heim. Aber wenn das Werk abgeschlossen ist, die Rettung dieser Erde, dann werden die Menschen, die dann auf der neuen Erde wohnen, wieder von Gott unterrichtet werden. Wir werden unterwiesen werden und wir werden die Dinge verstehen, die uns heute noch unklar sind. Und dann können wir große Forschungsreisen machen. Nun, sie schreibt dann hier in Christus ist Sieger auf Seite 366, alle Schätze des Weltalls werden den Erlösten Gottes zur Erforschung offenstehen können. Frei von den Banden der Sterblichkeit erreichen sie in einem Flug, der sie nicht ermüdet, ferne Welten, die beim Anblick des menschlichen Leides von Schmerz ergriffen wurden und bei der frohen Kunde von einer erlösten Seele in Jubelliedern widerhalten. Wir werden ferne Welten besuchen, einen Flug, der uns nicht ermüdet. Und dort werden, dort wird es Völker geben und die werden uns kennen. Wie traurig sie waren, als sie den Kampf gesehen haben und wie Adam und Eva gefallen sind und die Generation danach, aber wie diese ganzen Welten in Jubellieder wiedergehallt haben, als eine Seele gerettet wurde. Du zum Beispiel, als du deinen Bund mit Christus gemacht hast, da sind auf ganzen Welten Jubellieder ausgebrochen. Eines Tages werden wir das sehen. Heute ist da ein Schleier vor und es ist unsichtbar für uns. Aber eines Tages werden wir uns das anschauen können, werden uns auch mit den Völkern der Planeten unterhalten können. Wir lesen noch ein Zitat im Review and Herald vom 14. September 1886. Dort heißt es, wie weit wir auch in der Erkenntnis der Weisheit und der Macht, wie weit wir auch in die Erkenntnis der Weisheit und der Macht Gottes eindringen mögen, das Ende werden wir nie erreichen. Also wir werden unser nie ausstudiert haben, wir werden viele Dinge erforschen, unser Wissen wird gewaltig zunehmen, wir werden so viele Dinge, wenn wir offenbart haben, wir werden unglaubliches Wissen sammeln, aber das Ende werden wir nie erreichen. Es gibt immer noch neue Dinge zu forschen, neue Dinge zu entdecken. Nun, ist das eine gute oder eine schlechte Nachricht? Ist eine gute Nachricht. Denn der Mensch liebt es zu forschen, Dinge zu entdecken. Es ist so wie Geschenke auspacken, andere Planeten zu bereisen. Und das Großartige daran ist, wenn wir ein anderes Zitat nämlich aus dem Großen Kampf lesen, auf Seite 677, dann sehen wir, was das Großartige daran ist, dass wir ein Ende unserer Forschung nie sehen werden. Sie schreibt hier, die verstreichenden Jahre der Ewigkeit werden den Erlösten reichere und immer herrlichere Offenbarung Gottes und Christi bringen. Mit wachsender Erkenntnis werden auch Liebe, Ehrfurcht und Glück zunehmen. Unsere Liebe, unser Glück, unsere Ehrfurcht wächst, umso mehr wir studieren. Und wir werden in Ewigkeit studieren. Also, mein glücklichster Tag wird wahrscheinlich sein, an den ich heute denke, wenn die Tore Jerusalems geöffnet sind und wir das erste Mal in die Stadt hineinkommen. Ich kann mir heute keinen schöneren Tag vorstellen. Aber ich weiß heute schon, dass der nächste Tag noch schöner wird. Und der Tag darauf wird noch schöner. Und der Tag danach wird noch schöner. Und das bis in Ewigkeit. Denn unsere Liebe, unsere Freude, unser Glück nimmt zu, Tag für Tag. So wird die Ewigkeit sein. Gehen wir mal mit Paulus in 2. Korinther 4, Vers 17 und 18. 2. Korinther 4, 17 und 18.
Paulus sagt, denn unsere Bedrängnis, die schnell, vorübergehend und leicht ist, verschafft uns eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Da wir nicht auf das Sichtbare sehen, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Und Paulus spricht hier von den unsichtbaren Dingen, die wir sozusagen im Glauben schon sehen können, aber die wir heute noch nicht greifen können. Was sind das für Dinge, diese unsichtbaren Dinge, von denen er spricht? Nun, in Offenbarung 21, da hatten wir vorhin schon gelesen, da heißt es, ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer gibt es nicht mehr. Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabsteigen, zubereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Also zum einen haben wir neue Himmel, neue Erde, die wir sehen werden, das Unsichtbare, das, was uns erwartet, was viel schöner ist als das, was wir heute sehen, die Welt, die von der Sünde entstellt ist. Und es erwartet uns eine Stadt, das neue Jerusalem. Eine Stadt so unvorstellbar schön, wie wir sie uns gar nicht ausmalen können. Sie wird ein bisschen beschrieben in Offenbarung 22, wie sie so ein bisschen aussieht, auch Offenbarung 21 spricht von ihr. Da können wir so eine Ahnung haben von dem neuen Jerusalem, aber greifen können wir es noch lange nicht. Aber das sind unsichtbare Dinge, auf die wir hinblicken können. Denn schon Abraham hatte sich kein Haus gebaut, denn er lebte all seine Jahre in Zelten, denn er blickte auf eine Stadt, die da ist, wohin möchte. Und so ist es bei uns auch. Wir sollten hier keine feste Bleibe sozusagen uns hier niederlassen, uns einrichten. Wir werden auf ewig in dieser Welt bleiben. Nein, unser Leben fängt eigentlich erst an, wenn dieses Leben hier vorbei ist. Unser Leben beginnt dann, wenn wir wirklich in die Ewigkeit kommen. Hier sollten wir nicht versuchen, uns mit der Welt zu adaptieren und der Welt ähnlich zu werden. Das hat keinen Wert und das geht schnell vorbei. Wir sollen auf das gucken, was da kommt. Nun, den Gläubigen werden sich unglaublich viele Dinge eröffnen. Wir werden diese neue Erde sehen. Wir werden das neue Jerusalem sehen. Wir werden den Baum des Lebens sehen. Und wir werden forschen und uns freuen daran. Ich lese noch mal was von Ellen White. Einige Zitate hier in Early Writings zum Beispiel auf Seite 17. Da sagt sie, von der Ewigkeit, in der wir denn sind, dort konnten wir den Baum des Lebens und den Thron Gottes sehen. Vom Thron floss ein Strom reinen Wassers. Und auf jeder Seite dieses Flusses stand der Baum des Lebens. Auf beiden Seiten des Stromes gab es jeweils einen Stamm des Baumes. Beide Stämme aus reinem, durchsichtigem Gold. Zuerst dachte ich, es wären zwei Bäume. Ich sah noch einmal hin und bemerkte, dass sie sich in der Krone zu einem Baum vereinigten. So war es zu erklären, dass der Baum des Lebens auf beiden Seiten des Lebenswassers stand. Seine Zweige neigten sich bis zu unserem Standort. Die Frucht war herrlich. Sie sah aus wie Gold und Silber. Und Ellen White beschreibt diesen Baum schon, den wir eines Tages sehen werden. Ich freue mich drauf, das zu sehen. Aber noch sehen wir ihn nicht. In der Erziehung, Seite 307, schreibt sie, wenn der Schleier, der unsere Sicht jetzt noch trübt, gelüftet wird und wir die Welt der Schönheit mit bloßen Augen sehen, die wir jetzt nur durch ein Mikroskop erkennen, wenn wir unseren Blick auf die Großartigkeit des Himmels richten und entdecken, was wir heute nur aus großer Ferne durch das Teleskop betrachten, wenn der Makel der Sünde beseitigt ist und die gesamte Erde in der Freundlichkeit des Herrn unseres Gottes erstrahlt, welch unermessliches Wissensfeld wird sich uns dann eröffnen. Dort kann der Student der Wissenschaft die Aufzeichnung der Schöpfung erforschen, ohne auch nur den geringsten Schatten des Bösen zu begegnen. Kein Jammern und Klagen durchbricht die Harmonien der Natur. Keine Spur des Bösen trübt mehr die Schöpfung. Erde, Wasser und Himmel tragen allein die Handschrift Gottes. Wie schön wird das sein, eines Tages eine vollkommene Welt zu untersuchen. Das erste Mal den Sand der neuen Erde in der Hand zu haben. Die ersten Blumen zu sehen. Das erste Mal in so eine Frucht in Eden hineinzubeißen und den Geschmack das erste Mal wirklich zu erleben. Das wird so schön sein. Wir haben so viele Dinge zu erforschen. Das erste Mal zu einem anderen Planeten reisen, um die Sterne rumfliegen und sich die angucken. Das wird völlig neu. Das ist für uns so unendlich weit weg. Wir können das noch nicht. Aber eines Tages werden wir uns das angucken. Und lass uns noch zu unserem Donnerstagsabschnitt gehen.
in unserem Donnerstagsabschnitt, der ging ja um den großen Lehrer, also um Christus selbst. Nun, wir wissen ja, als Jesus Christus hier bei uns war, damals, da sahen ihn die Menschen als Lehrer, als ein Rabbi, also der die Menschen lehrt, ihnen Unterweisung gibt. Und wo immer Christus war, wo er mit den Menschen in Kontakt kam, da lehrte er sie auch. Er unterrichtete sie und er offenbarte ihnen Geheimnisse vom Reiche Gottes, die wir heute noch nachlesen können in der Bibel. Das Reich Gottes gleicht, und dann fängt er oft an. Er hat ihnen Dinge erzählt, die so groß und so wunderbar waren, dass auf der einen Seite kleine Kinder sie verstehen konnten, durch die Einfachheit der Worte, aber auf der anderen Seite selbst die höchsten Gelehrten über alle Zeiten diese Verse nachlesen und darüber staunen, wie tief die Worte sind, die Christus damals gesprochen hat. Nun, wir lesen zum Beispiel in Markus 4, Vers 2. Da können wir mal gemeinsam reingehen. In Markus 4, Vers 2. Nur beispielhaft für viele andere Stellen. Markus 4, Vers 2. Da heißt es über Christus: und er lehrte sie vieles in Gleichnissen und sagte zu ihnen in seiner Lehre, und jetzt geht's los, jetzt kommt gleich das Gleichnis vom Seemann. Also viele Dinge erzählte Christus, aber er verpackte diese Dinge in Gleichnisse. Also er erzählte zum Beispiel das Aufgehen einer Saat oder er sprach von dem Regen, der fällt. Also er hat Gleichnisse genommen, hat auch von Hirten und Schafen gesprochen, Gleichnisse aus der Natur, und er hat uns da drin sozusagen erklärt, wie er ist und auch wie wir sind, wie das Reich Gottes ist, wie es eigentlich original mal war, denn das Reich Gottes ist eigentlich überall im ganzen Universum, nur gerade auf dieser Erde, da sehen wir es kaum. Ja, das Reich Gottes fängt mitten unter uns an, unter den Geschwistern, die in brüderlicher Liebe zusammenstehen. Aber das Reich Gottes ist sonst überall, sozusagen ungetrübt, und überall kann man in der Natur, in dem Geschaffenen, die Herrlichkeit des Schöpfers sehen. Nur hier auf der Erde ist die Schöpfung getrübt durch die Sünde. Und Christus benutzt jetzt diese Gleichnisse, selbst durch die Sünde entstellte Dinge in der Natur, und erklärt anhand von diesen Dingen aber das eigentliche Reich Gottes. Denn Gott hat diese Dinge geschaffen. Er hat die Tiere gemacht, er hat die Natur gemacht, er hat die Pflanzen gemacht. All das, was wir sehen, das hat Gott geschaffen. Und da drin können wir noch was von ihm erkennen, können verstehen, wie sein Reich ist, wie sein Reich funktioniert. Und so sprach Christus von eben diesen Gleichnissen. Und er lehrte das Volk, wo immer er war, aber er nahm eben auch die Zeit. Und da gucken wir mal in Lukas 19, Vers 47. Lukas 19, Vers 47. Und er lehrte täglich im Tempel. Die obersten Priester aber und die Schriftgelehrten und die Vornehmsten des Volkes trachteten danach, ihn umzubringen. Christus ging sogar in den Tempel, um die Menschen zu unterweisen, um sie zu belehren, um ihnen zu helfen, um ihnen Geheimnisse zu offenbaren. Obwohl die Menschen ihn damals umbringen wollten, also die obersten Priester und Schriftgelehrte. Sie wollten ihn töten. Aber Christus hat es als seine Pflicht gesehen, den anderen diese guten Dinge weiterzugeben. Und er hat es in den besten Worten, in den einfachsten Worten versucht, damit die Menschen es aufnehmen können. Und wer darüber nachdachte, dem wurden tiefe Geheimnisse offenbart. Und sogar im Tempel. Er lehrte also, wo er war, in den Dörfern, in den Städten, in den Straßen, manchmal auf einem Berg, die berühmte Bergpredigt. Aber er lehrte hier auch im Tempel. Er ging also dahin, wo die Menschen waren, um ihnen die Hoffnung weiterzugeben. Dann wissen wir zum Beispiel auch in Johannes 6, Vers 59, dort heißt es, die sprach er, als er in der Synagoge von Kapernaum lehrte. Also er lehrte nicht nur im großen Tempel, sondern eben auch in den Synagogen. Auch dort war er und er unterrichtete das Volk. Nur wenn Christus, also was wir hier wissen, übrigens aus allen Evangelien, wir wissen, er war immer als großer Lehrer unterwegs. Er hat die Menschen unterwiesen. Er hat es genossen, wenn das Wissen in den Menschen vorangeht. Wenn sie Dinge vom Reiche Gottes lernen und ihr Charakter damit entwickelt wird. Das hat er geliebt. Nun, Christus hat es gemacht, als er hier auf Erden war und wo immer er war und alle Zeit. Nun, wird er das wohl auch im Himmelreich machen? Wird er auch im Himmelreich unser Lehrer sein? Ja, ganz bestimmt. Geh mit mir in Sacharja 13, Vers 6. Sacharja 13, Vers 6. Sacharja 13, Vers 6.
Und er wird zu ihm sagen, was sind das für Wunden in deinen Händen? Und er wird antworten, die hat man mir geschlagen im Haus meiner Lieben. Nun wird nicht Christus im Himmelreich die Male behalten. Nun, es wird keine Spur mehr von Sünde geben im Himmelreich, aber die Male werden noch sichtbar sein. Wir werden auch nicht wissen über unsere Sünde, wir werden nicht wissen, was wir getan haben. Wir wissen nur, dass wir kein gutes Leben geführt haben. Und wir sehen das an den Malen von Christus. Er ist für uns gestorben. Und er wird sagen, diese Dinge wurden mir zugefügt im Haus meiner Lieben. Ich habe die Menschen gerettet und das war der Preis. Wir werden also selbst im Himmel noch, wir werden diese Dinge sehen und sie werden uns an die Liebe Jesu erinnern. Und wir werden eine gewaltige Liebe zu Christus aufbauen. Und so tiefer wir forschen, wie die Natur gemacht hat, wie er das alles entwickelt hat und gestaltet hat, umso tiefere Einblicke werden wir auch in ihn hineinbekommen. Wir werden Gott besser kennenlernen. Und wenn wir dann diese Male in Händen sehen und sehen, welche Liebe Gott zu seiner Schöpfung hat, er hätte ja neue Menschen machen können. Aber er hat seine Schöpfung so sehr geliebt, dass er für die Menschen in den Tod gegangen ist. Und so werden wir staunen. Im Himmelreich wird Christus uns unterweisen. Ich möchte noch ein Zitat von Schwester White vorlesen. In Testimonies for the Church, im 8. Band, auf Seite 254, da heißt es, dann wird uns Jesus zum Strom des Lebens führen, der vom Thron Gottes ausgeht. Er wird uns erklären, warum wir durch leidvolle Erfahrungen gehen mussten und wie dadurch unser Charakter heranreifte. Also wir werden eines Tages Antworten auf alle unsere Fragen bekommen. Manchmal wissen wir nicht, warum passieren uns diese Dinge, die uns heute passieren. Warum ist die Welt, wie sie ist? Und warum musste ich durch dieses Tal des Leides hindurchgehen? Warum musste ich diese Krankheit haben? Warum diese Verletzung? Warum mussten mir Menschen von meiner Seite genommen werden? Warum musste das passieren in meinem Leben? Aber eines Tages wird Christus, das heißt hier, wird mit uns am Strom des Lebens gehen. Und er wird uns diese Dinge erklären, warum wir auf der Welt leidvolle Erfahrungen machen mussten. Sie haben uns gezeigt, wie schlimm die Sünde ist. Und sie haben in uns das Gefühl entwickelt, dass wir die Sünde hassen und nach einem neuen Weg suchen. Viele Dinge werden uns dann offenbart, von denen wir heute nichts wissen. Gott wird sie uns dann erklären. Und er wird uns unterrichten. Wir werden uns übrigens Sabbat für Sabbat und Neumond für Neumond versammeln, auch im Himmelreich. Und ich bin überzeugt davon, dass Gott es liebt, uns zu unterrichten als seine Schüler. Was Christus damals gemacht hat auf Erden, das wird er wieder tun. Er wird unser Lehrer sein und er wird uns in alle Geheimnisse hineinführen. Und wenn ich dann Fragen habe und ich weiß, wie das oder das zu verstehen ist, ist das Gute, ich kann zu Christus gehen. Ich kann sagen, bitte erklär mir das. Warum ist dieser Planet so oder so? Warum wächst der Baum so oder so? Was war in meinem Leben los? Dinge, die ich nicht verstehe, die wird er mir dann erklären. Nun, lass uns noch mit einem Zitat von Schwester White abschließen, das wir in dem Buch vom Schatten zum Licht finden. Dort steht auf Seite 621 ein beeindruckendes Zitat, das so viel Hoffnung macht und so viel Freude gibt, dass ich es sozusagen an den Schluss stellen möchte dieser Lektion. Das wurde ja auch in unserer Lektion gemacht. Ganz am Ende wurde dieses Zitat genannt. Wir lesen es vom Schatten zum Licht, Seite 621. Und die dahingehenden Jahre der Ewigkeit bringen immer reichere und herrlichere Offenbarung Gottes und Christi hervor. Wie sich die Erkenntnis mehrt, so nehmen auch Liebe, Ehrfurcht und Glück ständig zu. Je mehr die Menschen über Gott erfahren, desto größer wird die Bewunderung für das Wesen Gottes. Wenn Jesus vor ihnen die tiefsten Wunder der Erlösung und die erstaunlichen Erfolge in der großen Auseinandersetzung mit Satan offenlegt, werden die Freigekauften von noch herzlicherer Zuneigung ergriffen sein. Mit noch leidenschaftlicherer Freude lassen sie dann die goldenen Harfen erklingen. 10.000 mal 10.000 und 1.000 mal 1.000 Stimmen vereinen sich zu einem mächtigen Lobgesang. Der große Kampf ist zu Ende. Sünde und Sünder gibt es nicht mehr. Das ganze Universum ist rein. Eintracht und Freude durchdringen alle Bereiche der unermesslichen Schöpfung. Von dem, der alles schuf, strömen Leben, Licht und Freude durch alle Bereiche des grenzenlosen Raums. Vom kleinsten Atom
bis zum größten Weltenkörper verkündet alle lebende und unbelebte Natur in ihrer ungetrübten Schönheit und vollkommenen Freude, Gott ist Liebe. Gott ist Liebe. Das werden wir eines Tages an allem, was wir studieren, entdecken. Egal, ob wir uns Menschen, die Engel, die Pflanzen, die Tiere, die Planeten, die Kreisläufe auf dem Planeten, die Bahnen der Galaxien, egal, was wir studieren, wenn wir uns die Atome angucken, wir werden sehen, Gott ist Liebe. Denn die ganze Natur wird davon zeugen. So herrlich, wie der Schöpfer sie einmal gemacht hat, so herrlich wird sie auch wieder erstrahlen auf der neuen Erde. Und wir wissen sogar, dass der Garten Eden, aus dem Adam und Eva ja vertrieben worden sind, den sie verlassen mussten, dass dieser Garten Eden auf der neuen Erde existieren wird. Und Adam wird ihn sehen und er wird staunen, denn Eden ist noch schöner, als er war, als Adam ihn verlassen hatte. Und in diesem Reich Gottes, auf der neuen Erde, das hier für uns Menschen gemacht ist, werden wir eines Tages gemeinsam sein. Wenn all diese dunkle Zeit, dieses Leid, diese Erfahrung, die wir hier machen mussten, hinter uns liegen. Ja, wir haben vom Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen gegessen. Und ja, wir haben böse Erfahrungen gemacht. Aber heute wissen wir, die Sünde ist falsch. Und die Sünde bringt nur Leid. Und dieses Leid, das wird dann hinter uns sein. Und ein Leid wird nie wieder aufkommen, denn die Sünde wird nicht mehr sein. Alles ist neu. Siehe, ich mache alles neu, spricht der Herr. Und auf diese Zeit freue ich mich so sehr. Und ich freue mich so sehr, dass ich da nicht alleine bin, sondern dass du und viele andere Menschen aus allen Generationen dabei sein werden. Wir werden dort eine Ewigkeit Zeit miteinander haben, uns miteinander zu unterhalten, Gott zu loben und zu preisen auf den goldenen Hafen, wie Ellen White hier schreibt. Die Planeten zu entdecken, alle Geheimnisse zu erforschen, in einem Flug, der uns nicht ermüden wird, ferne Welten zu sehen. Das ist mein großes Ziel. Und ich möchte dich bitten, tu alles dafür, um dabei zu sein. Denn ja, auf dieser Welt gibt es viele Verlockungen und viel Sünde. Aber wir sollen den richtigen Weg wählen. Wir können uns von dem hier lossagen und auf das Neue schauen, auf die Welt, die Christus machen wird. Und dann wird das um uns herum seinen Glanz verlieren. Und wir werden fokussiert sein auf das neue Leben in dem neuen Reich. Und das fängt schon hier mitten unter uns an. Und je nachdem, wem wir uns heute anschließen, so wird unser Charakter verändert werden. Vor der Sintflut gab es Henoch und Henoch. Henoch die Stadt und Henoch den Propheten. Wer sich Henoch der Stadt angeschlossen hat, dieser Welt, ist verloren gegangen in der Flut. Wer sich Henoch dem Lehrer angeschlossen hat, der von Gott verkündet hat und die Menschen gemahnt hat, sich mit Gott zu verbinden, der ist gerettet worden. Und so ist es heute auch. Das Evangelium, das Henoch gepredigt hat, ist das gleiche Evangelium über alle Zeit. Wer sich heute mit Christus verbindet, wird gerettet werden und wird diese neue Welt erleben. Sei auch du dabei, dass wir gemeinsam die Herrlichkeit sehen. Amen. Lass uns noch gemeinsam mit einem Gebet schließen und Gott dafür danken, dass er alles so wunderbar gemacht hat und auch uns in sein Reich retten will. Unser lieber Vater im Himmel, wir möchten dir danken dafür, dass du die Welten herrlich gemacht hast, dass du in sie hinein so viel Lehre gelegt hast, Dinge, die wir lernen dürfen. Schon in dieser Welt, in dieser gefallenen Welt, die von Sünde korrumpiert ist, können wir deine Spuren überall entdecken. Und Herr, wir freuen uns darauf, wenn wir eines Tages in der neuen Welt, wo keine Sünde mehr sein wird, deine Spuren entdecken können. Wenn wir forschen können, Herr, wie du bist, wie dein Charakter ist. Wenn wir über dich staunen können. Und wenn wir dich loben und preisen mit unseren Liedern. Herr, wir möchten dich bitten, dass niemand von uns zurückbleibt. Bitte sammle deine Gemeinden an allen Orten dieser Welt und führe Menschen zu dir. Lass unser Licht leuchten, solange wir noch hier auf dieser Welt sind, damit andere Menschen von dir erfahren und ihr Leben mit dir verbinden. Herr, mögest du das tun, dieses große Wunder in den Herzen der Menschen, diese Neuschöpfung, damit wir alle auf der neuen Welt leben können. Danke, Herr, für deine ewige Gnade, die immer noch anhält. Danke, dass du immer noch Menschen zu dir rufst. Und danke, dass auch wir heute schon zu dir gehören. Im Namen Jesu. Amen. Ihr Lieben, vielen Dank, dass wir gemeinsam studieren konnten. Euch eine herzliche Einladung zur nächsten Lektion, dann eine ganz neue im neuen Quartal. Bis dahin, Gottes Segen euch.